neues Wort Gottes aus der Heiligen Schrift für heute und zum Sonntag. Und in Psalm 111 steht geschrieben: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig seinem Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaftig klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Ein neues Wort Gottes aus der Heiligen Schrift für heute und zum Sonntag. Amen.